Hallo Leute, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop-Tutorial. Heute wollen wir uns mal was ganz Diffiziles anschauen, nämlich eine sanfte Methode, wie man ein Bild auf einen rein weißen Hintergrund freistellen kann. Ohne jetzt aber Masken und so weiter, sondern es geht darum, dass wir Fotos, die auf weißem Hintergrund fotografiert wurden, auch wirklich weiß machen. Das ist nämlich nicht immer ganz so einfach, je nachdem, was für eine Studiosituation man ist. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich werde euch zwei Stück zeigen. Eine ganz alte Methode von mir, das ist, glaube ich, mit das allererste Video, was ich überhaupt auf YouTube gemacht habe, das handelte um diese Methode, das ist also schon uralt. Und eine neue, sanftere Methode, die mir auf jeden Fall garantiert, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich auch einen richtigen Weißabgleich gleichzeitig gemacht habe. So, das will ich euch heute zeigen. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich war jetzt in den Sommerferien bei einem Kumpel, und zwar meinem ältesten Freund, der Michael in Düsseldorf. Den kenne ich seit 48 Jahren. Wir kennen uns von der Sozialistischen Jugend Deutschlands, von den Falken. Wir sind nicht aus dem Osten, wir sind aus Düsseldorf und sind dann immer ins Zeltlager gefahren. Und das war eine echt super schöne Zeit. Und der ist inzwischen so eine Art Weltmarktführer. Und zwar macht der Museumsexponate. Alles, wenn ihr in irgendein Science-Museum geht, ob das in Kanada ist oder irgendwo in Europa oder in China oder in Dubai oder sowas, und da seht ihr Geräte rumstehen, worum es darum geht, zum Beispiel Menschen oder meistens Kindern oder Jugendlichen nahezubringen, wie eigentlich Sounds, wie Akustik, wie Musik funktioniert, so kleine DJ-Tische und ich weiß nicht was, dann sind die von meinem Kumpel Michael. Und der hat aber auch eine ganz große Geschichte, wo er quasi auch live mit den Kindern Instrumente baut, in verschiedenen Art und Weisen. Und das habe ich fotografiert. Dummerweise haben wir beschlossen, dass ich nicht mit dem Auto fahre und mein ganzes Equipment mitnehme, sondern ich bin zum ersten Mal wieder seit 30 Jahren Zug gefahren, was eine interessante Erfahrung war, muss ich euch sagen. Und ich hatte ein Objektiv und ich hatte mein Peak Design Stativ. Das war's. Mehr hatte ich nicht. Und einen Fernauslöser, genau. Mehr hatte ich nicht dabei. Und wir haben in einem Studio fotografiert, das, keine Ahnung, so 16 Quadratmeter hatte. Und wir hatten ein Gestell und haben uns mit einem weißen Papier eine Hohlkehle gemacht. 4 Bühnenscheinwerfer mit 2000 Watt gegen die Decke gehauen. Und das Schöne dabei war, dass ich im Rücken eine Fensterwand hatte. Das heißt, wir hatten Mischlicht. Und das ist der absolute No-Go und Horror für Leute, die zum Beispiel Objekte fotografieren. Das kann ich euch mal an einem Bild zeigen. Nehmen wir mal das hier. Und zwar ist das jetzt schon mit Lightroom bearbeitet und ihr seht aber ganz deutlich hier auf der rechten Seite einen Blaustich, der in einen Magenta-Stich übergeht. Dann haben wir hier die Reflexionen aus der Scheibe hinten. Die sind blaustichig und magenta-stichig, je nachdem, wo man hinguckt. Und dann gehen wir hier in die Mitte, dann wird es ganz gelbstichig und rotstichig und hier gelbstichig. So. Und jetzt ist das Ziel natürlich, dass man ohne stundenlang zu maskieren oder sonst irgendwas zu machen oder den Hintergrund auszutauschen, quasi mit ein oder zwei Klicks das bereinigt und man hat einen weißen Hintergrund. Das ist nicht ganz so einfach immer. In diesem Fall würde das vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich habe euch jetzt mal ein Motiv gleich ausgesucht in Photoshop, wo es ein bisschen schneller geht. Also Mischlicht ist der Horror. Ich hatte schon öfter so Situationen. Ich fotografiere ja auch Möbel, so Designermöbel und so. Und zwar dann, wenn die eingebaut sind. Und da hat man dann immer ganz schlechte Situationen. Man hat eben nicht so einen Platz wie im Studio oder sowas, sondern man kann das auch nicht ausleuchten, sondern man muss das halt nehmen, wie es ist. Und da hatte ich auch schon Situationen, da hatte ich 4 verschiedene Lichtfarben oder so. Und da muss man irgendwie mit umgehen. Und heute möchte ich euch eine Methode zeigen, die ein bisschen einfacher ist. Ich habe jetzt auch für dieses Tutorial ein Bild gewählt, das einfacher ist. Weil wir haben hier im Grunde nur eine Farbe und das ist rot und wir haben halt hier den Hintergrund, der nicht wirklich weiß ist. Man kann das auch gleich sehen, ich habe hier unten rechts die Infopalette, da ist es immer ganz gut, wenn man da mal reinschaut. Wenn ich jetzt also die Pipette hier irgendwo halte, dann seht ihr, dass das schon relativ weiß ist. Das habe ich ja schon in Lightroom vorbereitet quasi, damit das eben nicht so lange dauert in Photoshop. Aber es ist, da ist ein Farbstich drin und zwar ist da ein Gelbstich drin. Das gucken wir uns nochmal an. Ich werde jetzt einfach hier mal einen Messpunkt setzen mit der Shift-Taste. Und dann seht ihr das, dass wir hier 226 Rot haben, 225 Grün. Das ist relativ ähnlich, aber wenn es um Weißabgleich geht, spielt ein Unterschied in einem Zähler schon eine Rolle, je nachdem, was das für ein Bild ist. Da wir jetzt ein dominantes rotes Objekt in der Mitte haben, fällt das nicht so auf, dass hier der Hintergrund gelbstichig ist. Warum sage ich das? Weil nämlich Blau am wenigsten ist. Wenn jetzt Rot und Gelb gleich auf sind, so ungefähr, und wir das mischen in RGB, kommt da Gelb bei raus. Ja, das heißt, dass wir mehr Gelb in unserem Grau oder in unserem Weiß haben, als wir Blau haben. Und deswegen kann man dazu sagen, gelbstichig. Jetzt zeige ich euch erstmal die alte Methode. Die habe ich natürlich als
Aktion hier aufgezeichnet, und zwar nennt die sich Background. Die habe ich noch gebraucht, als ich intensiv Stockfotos erstellt habe und viel auch im Studio gearbeitet habe. Da brauchte ich sowas. Und diesen ganzen Kladderadatsche, den können wir eigentlich löschen. Das sind jetzt noch Retusche-Ebenen und so. Worauf es ankommt, ist diese Ebene, das ist eine Hilfsebene. Und zwar ist das eine Tonwertkorrektur. Und das Wichtige bei der Tonwertkorrektur hier ist, dass ihr einfach alles ganz weit nach rechts schiebt. Das heißt, wenn ich das mal zurücksetze, das heißt, dass ihr einfach den schwarzen Anfasser nehmt. Es würde auch reichen, nur den grauen zu nehmen. Und dann schiebt ihr das so weit nach rechts, wie es eben geht. So. Und dann seht ihr, wo es weiß im Bild gibt. Es gibt nämlich hier kein Weiß. Das kann ich euch dadurch beweisen, dass ich jetzt diese weiße Farbfläche hier nehme und da ist eine schwarze Maske dran. Die ist dazu da, dass wenn man eben mit der Einklickmethode, die ich euch gleich hier zeigen werde, nicht zu Rande kommt, dann kann man nämlich hier einfach mit einem Pinsel, mit einem weißen Pinsel auf der Maske arbeiten und kann dann hier noch so Ecken oder Stellen weiß einmalen. Das hier ist unser Motiv. Darüber ist eine Farbfläche mit einer schwarzen Maske, das heißt, man sieht die nicht. Hier ist unsere Hilfsebene. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn wir jetzt mal hier ein reines Weiß reinmalen. Ja, und auch wie komisch das aussieht, weil natürlich jetzt, guck mal hier, das ist wie so eine Seifenblase, so gummimäßig. So, das wäre jetzt weiß, das sieht deswegen so komisch aus beim Malen, weil wir diese extreme Ebene hier haben. So, okay, das macht man natürlich normalerweise nicht. Ich mache die jetzt mal aus, sondern man macht Folgendes, man nimmt jetzt die untere Tonwertkorrektur, die ist einfach im Fabrikzustand, da ist noch nichts gemacht, nimmt die weiße Pipette und klickt jetzt mal hier in den Messpunkt rein. Und dann sieht das so aus. Das sieht natürlich nicht schön aus. Man weiß natürlich jetzt sofort, verdammt, das ist ja gar nicht alles weiß, weil man muss natürlich wissen, wofür sind denn solche Bilder eigentlich? Die sollen nachher DIN A4 sein, also 297 x 210 mm in 300 dpi, um sie als Illustration für ein Buch zu verwenden. Also die werden zunächst mal erst in ein Word-Dokument gesetzt und wenn es nach mir geht, dann später in ein InDesign-Dokument. Das wissen wir noch nicht so genau. Und dann ist es ganz gut, wenn die tatsächlich einen weißen Hintergrund haben, zumindest hier im Randbereich, weil die Schatten wollen wir natürlich nicht weiß machen. Also dass man im Randbereich weiß ist, weil das dann eben mit der Hintergrundfarbe von dem Buch besser ist, ja, weil die Objekte dann halt quasi so solo da stehen. Da braucht man dann nicht nochmal extra einen Rahmen drum zu machen oder sowas. Also das war jetzt so ungefähr das Ziel. Das heißt, sie sollen jetzt am Rand immer so weiß sein, dass man sie einfach in ein Buch als Illustration setzen kann, was auch einen weißen Hintergrund hat. Das ist jetzt eigentlich unser Hintergrund, warum wir das eigentlich machen. Und wenn ich mir das jetzt ansehe, und zwar muss ich mir das dann im Original quasi dann ansehen, wenn ich hier oben diese Hilfsebene ausmache, so, dann ist das, was jetzt eben passiert ist. So, und das sieht eigentlich schon ganz okay aus. Wir wissen natürlich, dass jetzt, wenn wir uns diese Ansicht angucken, dass jetzt hier ein tierisches Gekrissel drin ist. So, und wenn einen das nervös macht oder das nicht reicht, weil bei vielen Bildern reicht dieser eine Klick hier oben in die Ecke nicht, da braucht man noch einen besseren Klick, dann nimmt man einfach die weiße Pipette nochmal und geht dann halt ein bisschen näher hier rein. So ungefähr. Ja. Und dann, wir gucken uns das nochmal an. Ah ne, das war, oh, verdammt, das war jetzt die falsche Tonwertkorrektur. Man muss natürlich darauf achten, dass man auch die untere nimmt. Also wir machen das nochmal mit der unteren, nicht mit der oberen. Die obere ist so die Hilfsebene und klicken nochmal einfach hier ein bisschen näher mit rein. So. Und oder hier rein, weil hier soll ja ein Schatten sein, aber hier nicht. Und das ist das, was man oft macht. Man geht oft wirklich so weit da rein, damit die Objekte auch wirklich freigestellt sind auf weiß. Also das ist zum Beispiel, wenn ihr Stockfotos macht und ihr habt Porträts oder sowas, dann möchte man auch, dass der gesamte Hintergrund weiß ist. Das heißt, der Schatten, der muss, also da darf auch kein Schatten sein oder sowas. Also darf es überhaupt nicht geben. Man muss das eigentlich so fotografieren. Also geht man da sehr nah rein, um das, damit man überhaupt keine Verläufe im Hintergrund hat. Und dann sieht das so aus. Und wenn ich jetzt mal vorher nachher mache, dann ist natürlich das total ausgeblichen. Wenn wir das jetzt mal mit einem Porträt machen würden, dann sähe das richtig, richtig, richtig schlecht aus. Und man müsste dann das freistellen und diese Freistellung als Maske hier einsetzen. Und dann hätten wir einen weißen Hintergrund und das Objekt vorne sieht dann aber ziemlich grau aus. Ja? Weil das Original ist grau. Guck mal, so sieht es aus. Das sind eigentlich die Originalfarben. Und wenn ich das jetzt auf weiß freistellen würde, dann sind die Farben grau, aber der Hintergrund ist weiß. Und das ist irgendwie doof. Und da habe ich nach einer etwas intelligenteren Methode gesucht. Die finde ich zum Beispiel hier in diesem Tool. Und da geht das zum Beispiel ganz einfach. Ich setze das mal zurück, mache mir hier drei Farbfelder, nehme mal das weiße Farbfeld, nehme mal hier diesen Punkt und sage, neutralisiere das bitte und fertig. Ja, das ist fertig, das ist eine schöne, sanfte Methode. Ich weiß jetzt hundertprozentig, dass das ein richtiger Weißabgleich ist und dass hier der Rand, wenn ich hier mal in die Infopalette gucke,
der ist nahezu weiß. Er ist nicht wirklich weiß, da ist immer mal ein Zählerunterschied, aber das ist eine sanfte Methode. Und diese sanfte Methode, die will ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Und zwar geht das mit einer einzigen Verlaufsumsetzung. Also ihr habt jetzt in diesem Ordner habt ihr drei gesehen, davon habe ich aber nur eine benutzt, und zwar die weiße. Die anderen habe ich nicht benutzt. So, also dieses Tool ist in Entwicklung und es hat mir das Leben gerettet, weil ich habe knapp 80 Fotos in zwei Tagen bearbeitet, weil ich darf da nicht so viel Zeit für verwenden. Ich habe es ausgerechnet, ich habe durchschnittlich 13 Minuten pro Bild gebraucht. Für so ein Bild bräuchte ich vielleicht 2 Minuten, aber es gibt Bilder, da brauchte ich dann eine halbe Stunde oder sowas, weil die einfach viel zu kompliziert waren mit diesen ganzen Mischlichtern drin. So, wir machen das mal. Wir nehmen mal eine Verlaufsumsetzung, und wenn ihr meinen Kanal gut kennt, was ich natürlich hoffe, dass ihr alle meine Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass wenn man in eine Verlaufsumsetzung geht, diese Anfasser für die Deckkraft nicht funktionieren. Die spielen keine Rolle. Und ich habe mir mal überlegt, wie kann man denn eine Verlaufsumsetzung so einstellen, dass die trotzdem transparent unterstützt. Und das geht ganz einfach. Man nimmt ein graues Layout. Das heißt, wir haben jetzt drei Anfasser. Einen grauen auf 0, einen grauen auf 50. Ich habe das natürlich jetzt verstellt, weil ich ein Grafiktablett benutze. Und einen grauen auf 100. So, ganz wichtig ist, wenn man mit einer Verlaufsumsetzung arbeitet, müsst ihr immer diese Glättung herausnehmen. Also wenn ihr irgendwelche exakten Sachen machen wollt, nehmt ihr immer diese Glättung raus, weil das Ergebnis verfälscht. So, wie können wir denn jetzt grau transparent machen? Das ist ganz einfach. Wir brauchen einen von den kontrastverstärkenden Ebenenmodi, nämlich ineinander kopieren bis Lichtpunkt. Die blenden alle grau aus. Und in diesem Fall möchte ich einen Weißabgleich machen. Das heißt, ich möchte Werte in den einzelnen RGB-Kanälen hinzuziehen oder abziehen. Und das kann ich mit linearem Licht machen. Und zwar dann, wenn ich die Flächendeckkraft auf 50 stelle. So, wenn ich das nicht mache, dann wäre jede Zahl, die ich abziehe oder addiere in den RGB-Kanälen, immer doppelt. So, und da die doppelt ist, ziehe ich einfach die Hälfte der Flächendeckkraft ab, weil dieser lineares Lichtmodus, der gehört zu den Special 8. Das gibt also 8 Ebenenmodi, die auf die Flächendeckkraft anders reagieren. Wenn ihr das verstehen wollt, dann schaut ihr euch das Video an, was ich gerade oben verlinke, und zwar über die 30 Ebenenmodi, die es gibt. Dort habe ich ganz detailliert mit Beispielen alles beschrieben und alles, was ihr über Ebenenmodi wissen müsst. Und da könnt ihr das dann mal nachschlagen sozusagen. So, jetzt gehen wir mal in die Praxis. Ich werde jetzt hier nochmal, ich weiß gar nicht, was mit dem Messpunkt passiert ist. Der hat sich irgendwie eben gelöscht. Ich setze einfach nochmal irgendwo hier einen Messpunkt in die Ecke, weil dieser Randbereich, das ist eben das, was ich weiß haben möchte. Die Mitte ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. So, das heißt, ich will jetzt diesen Randbereich aufhellen, ohne dieses Objekt in der Mitte zu stark mit aufzuhellen. Und deswegen machen wir das eben mit einer Verlaufsumsetzung, weil hier sind die Luminanzbereiche ja getrennt. Wir haben hier die Tiefen, wir haben die Mitten und wir haben die Lichter, und wir wollen jetzt nur die Lichter beeinflussen und gehen jetzt mal hier in die Farbe rein und schauen jetzt uns mal da unten diesen Wert von dem Messpunkt an. Das ist 226, 25 und 23. Das heißt, Rot und Grün sind gleich auf, so ungefähr. Blau ist aber weniger, und da Rot und Grün jetzt dominant sind, haben wir einen Gelbstich. Da werdet ihr sagen, das ist doch lächerlich, das ist doch aber kaum ein Unterschied, das sieht man doch nicht, das ist Quatsch. Man sieht das bei bestimmten Bildern, jetzt vielleicht bei diesem Bild nicht, weil wir so ein starkes rotes Objekt in der Mitte haben, aber bei anderen Bildern sieht man das sehr stark schon, dass man schon in Grau so einen Farbstich hat. Und wenn man den wirklich entfernen will, dann ist diese Methode, die ich euch hier zeige, mit linearem Licht, Flächendeckkraft 50, das ist die Methode, mit der ihr das machen könnt. Natürlich braucht ihr einen Messpunkt dafür, sonst funktioniert es nicht. So, ich werde jetzt einfach mal das Rot und das Grün angleichen. Das heißt, dass ich bei dem Grün einen Zähler dazugebe. Das mache ich immer so, dass ich dann dieses Feld hier markiere mit der Maus und dann einfach mit der Pfeiltaste nach oben eingehe und gucke unten. Guck mal, jetzt haben wir hier 226, 226, jetzt sind die gleich. So, jetzt muss ich einfach bei Blau was hinzuziehen. Also 1, 2, 3, 4, 4 Stück muss ich dazuzählen, und jetzt sind alle drei auf 226. So, jetzt wollen wir die aber nicht auf 226 haben. Das heißt, das war jetzt der Weißabgleich für das Weiß da in der Ecke. Jetzt wollen wir das auf 255 bringen. So, warum nehme ich denn jetzt hier einen Punkt, der ungefähr hier ist? Da außen ist es außen ist es heller und nach innen wird es immer dunkler. Und ich habe mir jetzt einen Punkt ausgesucht, der jetzt so ungefähr so einen Umkreis
bilden wird. So, weil für mich muss jetzt dieser Rand hier weiß sein. Das heißt, ich muss das jetzt nicht wirklich freistellen weiß. Das ist ja kein Porträt, das ist kein Stockfoto, sondern ich brauche nur diesen Rand weiß hier, weil das ja auf eine Buchseite soll. So, deswegen gehen wir jetzt einfach hier in den Helligkeitswert von dem HSB und auch wieder mit den Pfeiltasten nach oben. Und das mache ich jetzt so lange, bis unten, schaut hier auf den zweiten Wert hinter dem Slash, bis der auf 255 ist. So, der Ursprungswert war 50 und jetzt sind wir so bei 255. Das heißt, ich bin jetzt auf 68, bin 18% nach oben gegangen, damit das weiß wird. So, jetzt gucken wir uns das an. Jetzt haben wir ein wunderbares Weiß am Rand, haben aber, wenn ihr mal auf das Objekt in der Mitte guckt, das Objekt in der Mitte haben wir kaum beeinflusst. Das ist also fast unbeeinflusst. Wir haben jetzt wirklich nur diesen Hintergrund harmonisiert und das kannst du natürlich, wenn du jetzt so ein tolles Tool hast wie die Look Machine, wie gesagt, die gibt es noch nicht, die ist noch in der Entwicklung, dann geht das quasi mit zwei Mausklicks. Das heißt, du bist in 5 Sekunden oder so bist du dabei. Manchmal muss man halt ein bisschen mehr rumprobieren, je nachdem, wie kompliziert so ein Bild ist. Ihr habt das ja eben mit den Eiern gesehen, da gab es 3 verschiedene Farbstiche in diesem Bild. Da muss man natürlich eventuell mit 3 solchen Verlaufsumsetzungen arbeiten und dann ein bisschen maskieren oder sowas, damit das ausgeglichen wird. So, wenn es jetzt so ist, dass wir das jetzt hier weiß gemacht haben, dann wirkt natürlich das Objekt in der Mitte zu grau. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man das ein bisschen sättigt, aber eben auf eine, wie soll ich sagen, auch auf eine sanfte Art und Weise. Je nachdem, wenn ihr komplexere Bilder mit mehr Farben habt, dann ist jetzt die Methode, die ich euch zeige, Gold wert. Wir werden das nämlich einfach mit der Mask Machine machen. Das heißt, ich lasse jetzt die Mask Machine ablaufen. Für die, die das nicht kennen, verlinke ich das jetzt auch oben nochmal. Und nehmen einfach hier die Chroma-Maske, also die Sättigungsmaske nehmen wir. Die Chroma-Maske. Machen das Ding hier zu mit Befehl Alt 2, hole ich mir eine Auswahl. Mache das aus, hänge das an eine ganz normale Farbton-Sättigung an. Jeder, der schon mal versucht hat, mit der Farbton-Sättigung was zu sättigen, weiß, wie schrecklich das aussieht. Das ist absolut grauenhaft. Aber hier, mit dieser Maske, kann ich jetzt viel besser arbeiten. Das heißt, dass ich jetzt ganz hier nur ganz wenig. Ihr könnt bei anderen Bildern könnt ihr hier bis 100 hochgehen und es sieht immer noch gut aus, weil ihr die Chroma-Maske habt. Zum Beispiel bei Landschaftsbildern geht das gut. Ja, aber hier mache ich nur so einen Tick rein, so dass diese Farben wieder so ein bisschen frischer sind. Ich habe jetzt hier einen Tick mehr reingemacht, als ich es normalerweise machen würde, einfach damit ihr es besser sehen könnt. Das heißt, wir fassen das jetzt mal in eine Gruppe zusammen und das ist jetzt das Ergebnis. Also, das sieht jetzt nach nichts aus, aber Stockfotografen, die kennen das, Leute, die im Studio arbeiten, die kennen sowas. Das kann eine ziemlich nervige Sache sein, vor allen Dingen, wenn ihr auch Objekte habt, die auf dem Papier drauf liegen, die eine Farbe haben und dann natürlich das Licht reflektieren. Wenn ihr blitzt, reflektiert natürlich das Licht viel stärker als jetzt bei dem Dauerlicht, was wir gegen die Decke gerichtet haben. Aber ihr habt auch immer farbige Reflektionen im Hintergrund und damit müsst ihr irgendwie umgehen. Und mit dieser Verlaufsumsetzung im Modus lineares Licht könnt ihr eben getrennt in den 3 Luminanzbereichen Weißabgleiche machen. Also nicht nur für das Weiß, sondern auch für das Grau und für das Schwarz. Je nachdem, ob das nötig ist oder nicht. Hier brauchen wir jetzt nur das Weiß. Ich wollte ein einfaches Beispiel zeigen, nicht eins, wo ich irgendwie eine Stunde lang hier an irgendwelchen Zahlen rumschrauben muss. Aber ich hoffe, euch hat das geholfen und gefallen. Dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Übrigens habe ich schon beim letzten Video darauf hingewiesen, dass es möglich ist, meinen Kanal zu abonnieren. Da unten ist ein roter Knopf. Dann könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Da freue ich mich immer riesig drüber. Ihr könnt auch jede Art von Frage stellen oder sowas, wenn es jetzt hier um Bildbearbeitung geht. Und es gibt natürlich auch noch solche Daumen, da kann man auch drauf drücken, je nachdem. Also drückt, ist egal, auf welchen ihr drückt. Hauptsache ihr drückt auf einen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Staudt.